Oh mein Gott, warum nur? Was ist denn Bayern? Naja, ich frag mich halt, warum? Warum genau immer wir? Was meinst du denn überhaupt Bayern? Sag mir, Bundesliga, warum ist das Leben zu uns immer so grausam? Digga, geht's dir gut? Was laberst du? Naja, die ganze Welt verschwört sich gegen uns. Das liegt doch glasklar auf der Hand. Moment. Was? Ja, bei aller Liebe, das ist doch offensichtlich. Jeder ist gegen uns. Aha, und wie kommst du bitte da drauf, Bayern? Oh, wo fange ich da bloß an? Also, da gibt's mehrere klare Indizien. Gut, ich höre. Beginnen wir mit dieser absolut blamablen Saison im DFB-Pokal. Wir können diesen Bauernpokal einfach nicht gewinnen. Ja, ich weiß. Letztes Jahr seid ihr ja auch schon relativ früh ausgeschieden. Erinnere mich nicht dran. Das ist doch alles ganz klar Anti-FC Bayern. Alles klar, damit ich das richtig verstehe. Ein 0:5 gegen Gladbach war also nicht eure Schuld. Unsere Schuld? Mach dich doch nicht lächerlich. Daran hat, wenn überhaupt, einer Schuld. Lass mich raten. Juan Bernat. Juan Bernat, absolut richtig. Oh Gott, seid ihr peinlich, Bayern. Nee, dass der DFB nicht einschreitet, wenn wir 5:0 unter die Räder kommen. Das ist peinlich. Ja, klar. Whatever. Das ist eine Krise von biblischem Ausmaß. Und das wird hier nicht wirklich ernst genommen, habe ich das Gefühl. Ja, Bayern, wie denn auch? Das ist doch keine Krise, Mann. Tja, was weißt du schon von Krisen, Schalke? Oh, was ich von Krisen weiß? Dein Ernst? Naja, bei euch läuft's doch. Ihr seid doch wieder aufgestiegen. Digga, Bayern, wir sind letzte Saison abgestiegen. Ach so, ja, genau. Da war irgendwas. Aber jetzt steigt ihr wieder auf. Also reg dich doch nicht auf. Alter, hörst du dir überhaupt zu? Ihr seid doch auch Erster in der Liga. Ach, wirklich? Ja, Bayern, Platz 1 mit souveränem Vorsprung vor dem BVB. Gut, immerhin. Aber die Meisterschaft war dieses Jahr für lange Zeit nicht fix. Ja, na und? Eine Meisterschaft, die nicht spätestens am 20. Spieltag entschieden ist, ist für den großen FC Bayern einfach nur eins. Peinlich. Ach komm, weißt du was? Halt doch die Klappe, Bayern. Ja, Entschuldigung, dass die Doofmunder Sumsi-Bienchen das scheinbar nicht verstehen. Junge, ihr werdet zum 10. Mal in Serie Meister und regt euch auch noch drüber auf? Wie soll man denn das verstehen? Ja, weil wir die Champions League auch nicht mehr gewinnen könnten. Sag mal, versteht das denn hier keiner? Ja, na und? Da braucht man doch sowieso auch eine riesengroße Portion Glück dazu. Ja, komm, was weißt du schon? Du bist doch direkt in der Gruppenphase rausgeflogen. Und ihr gegen Villarreal, also? Hör auf, noch Salz in die Wunde zu streuen. Hör auf, noch Salz in die Wunde zu streuen, Dortmund. Ja, dann teil halt nicht aus, wenn du nicht einstecken kannst. Na und? Dafür schießt Lewandowski uns zur deutschen Meisterschaft. Den haben wir ja ablösefrei von euch geholt damals. Ja, super. Freut euch, Bayern. Ist auch das letzte Mal. Dann wird Barca den sowieso ablösefrei holen. Hey, Moment. Was? Naja, soweit man aus München hört, will Lewandowski ja wechseln. Also. Halt, stopp! Moment! Was? Ja, und mit Neuer und Gnabry wird's auch schwierig zu verhandeln. Oh Gott, ich sag's ja. Der FC Bayern hat eine gewaltige Krise. FC Bayern, so wie ihr rumflennt, wohl eher wieder FC Hollywood. Richtig, FC Hollywood. Gut, dass du's erwähnst. Aber da kommt mir gerade ein Oscar. Haben wir auch noch nicht gewonnen. Ja, bloß schade, dass ihr nicht bei den Oscars wart, Bayern. Vielleicht hätte Will Smith dann euch ja auch eine geklatscht. Bitte was? Ja, ich nix, Bayern. Alles gut.